Herzlich willkommen, ihr wundervollen Seelen, ihr wundervollen Herzensmenschen. Wie versprochen in meinen letzten Videos, möchte ich mit euch eine meiner wichtigsten Meditationen teilen. Ursprünglich wollte ich sie ausschließlich für meine Community zur Verfügung stellen, zu der natürlich selbstverständlich alle Menschen eingeladen sind, die sich für meine Arbeit und mein Wirken interessieren. Doch was jetzt im Moment hier auf der Welt passiert, ist für mich Anlass genug, es öffentlich allen zur Verfügung zu stellen. Wenn es euch gefällt, dann teilt die Meditation bitte, damit die Menschen, für die es wichtig ist, die Kraft finden, all das, was jetzt passiert, gut und stark zu überstehen. Ich habe mich ein bisschen zurückgehalten. Ich habe überlegt, ob ich die Meditation tatsächlich öffentlich zur Verfügung stellen soll, weil sie, und das ist jetzt wirklich sehr, sehr wichtig und liegt mir sehr am Herzen, tatsächlich sehr, sehr tief geht. Es ist für mich meine tiefste Transformationsmeditation. Deshalb ist sie für die Menschen geeignet, die ganz bewusst loslassen wollen. Denn es geht hier um das Sterben im Leben, um danach, wie der berühmte Phönix, neu aufzuerstehen. Es dauert nicht lange und dennoch gibt es viele Menschen, das weiß ich, die mit einem Fuß auf der Erde sind, mit dem anderen ganz woanders, die noch nicht ihr Ja zum Leben gefunden haben. Deshalb bitte ich dich, wenn du dies siehst und du das Gefühl hast, dass du so zwischen Himmel und Erde schwebst, zwischen Leben und Sterben, dann überleg dir gut, ob du das machen möchtest. Es liegt natürlich in der Selbstverantwortung eines jeden Menschen, das zu tun, was er oder sie für richtig hält. Aber mir war es und ist es sehr wichtig, diesen Hinweis voranzustellen, damit du auch wohlbehalten wieder zurückkommst aus der Meditation. Ich weiß, dass es ganz, ganz viele Menschen in meinem Feld gibt und wir ziehen ja immer nur die Menschen an, die zu unserer Schwingung passen, die das jetzt sehr, sehr gut nutzen können und für die nehme ich das jetzt auf. Ich lade dich wie immer ein, schließe deine Augen, wenn du magst, denn dann kannst du dich während der Meditation viel besser konzentrieren. Nimm ein paar tiefe Atemzüge und komm ganz und gar bei dir an. Vielleicht werde ich nach der Meditation noch ein bisschen was zu der Meditation sagen. Doch jetzt werde ich erstmal für uns alle channeln. Atme tief in deinen Bauch ein und aus. Spüre den Atem des Lebens, der durch deine Lungen in deinen ganzen Körper strömt. Spüre deinen Körper von Kopf bis Fuß. Spüre dieses wundervolle, einzigartige und schöne Konzept, dass du als Mensch hier auf der Erde bist. Du bist ein Körper, in dem ein ganz besonderer Geist wohnt, durchdrungen von deiner unsterblichen, ewigen Seele. Deine Seele ist alles, was ist, alles, was existiert. Und deine Seele hat sich zusammengezogen in feste Materie, um dieses Spiel des Lebens auf der Erde, hier und jetzt, zu spielen. In Krisenzeiten, wenn sich alles rasend schnell wandelt, scheint alles aus den Fugen zu geraten,
als würde sich das Leben plötzlich vollkommen neu zusammensetzen. Dann klammert sich das Ego, der Motor deines menschlichen Bewusstseins, der dich in der Materie, in der Welt bewegt, dann bäumt sich dieses Ego auf, bekommt Angst, fühlt sich unsicher und tobt. Dein Ego mag nicht loslassen, was du hast und möchte am liebsten noch ganz viel mehr Sicherheit, Geborgenheit, materielle Fülle. Dieses Festhalten verhindert oftmals den natürlichen Strom der Energie in deinem Leben. Lade jetzt dein Ego ein, mit dir zusammen diese kleine Reise zu machen. Wie auch immer du dir dein Ego vorstellst, es ist ein wichtiger Impuls in deinem Leben. Es ist dein Trainer, der dich in deiner Kraft trainiert, der dir immer wieder Grenzen setzt, die du dann bewusst sprengen kannst. Das Ego ist auf deiner Seite, hat aber seine ganz eigenen Macken und Schwächen und deshalb ist es wichtig, es zu lieben und es immer wieder daran zu erinnern, dass dieses Leben ohnehin nur eine Illusion ist, dass es Freude machen darf, dass du es genießen darfst. Stell dir dein Ego als etwas Schönes vor, als eine Person, als einen Menschen, der dir Gutes will, auch wenn er sich manchmal komisch anstellt. Es gibt noch viele andere Faktoren in deinem Leben, doch jetzt geht es darum, das Ego mit einzuladen, damit du wie ein Phönix aus der Asche neu entstehen kannst. Nimm dein Ego in die Arme, entspanne dich, fühle dich. Und stell dir jetzt vor, dass all deine Zellen, diese Milliarden von Zellen deines Körpers sich jetzt ganz langsam voneinander lösen und weich wie Wasser in die Erde fließen. Alle Zellen entspannen die Bindung aneinander und fließen in die Erde. Während all deine Zellen durch die Erde fließen, durch die obersten Schichten und immer tiefer hinab, reinigen sie sich. Sie werden immer klarer und klarer. Und während all deine Zellen in die Erde fließen und du langsam wieder eins wirst mit der Erde, mit ihr verschmilzt, lass alles hinter dir, lass alles los. Alles, was dich einst ausgemacht hat, deine Persönlichkeit, all dein Hab und Gut, alle Menschen. Alles in deinem Leben. Lasse ganz bewusst los. Lass den Widerstand los und spüre, wie du immer mehr verschmilzt.
Erst mit der Erde. Und während du mit der Erde verschmilzt, befreit sich dein Geist. Er verschmilzt wieder mit deiner Seelenkraft. Und auch deine Zellen sind jetzt so rein und so klar, dass sie wieder eins werden mit allem, was ist. Zuerst mit der Erde, dann mit dem Kosmos und dann bist du wieder das Eine, das alles ist. Als das Eine brauchst du nichts, denn du bist alles. Du bist die Weite, die Freiheit, die Liebe. Du bist das ewige Licht, die Ewigkeit. Und doch gibt es keinen Begriff, denn auch Begriffe grenzen ein. Du bist grenzenlos. Fühle deine unendlich große Liebe. Bedingungslos und frei. Fühle dein unendlich großes Licht, das alles durchdringt, was existiert. In dir, denn du bist dies alles. Es gibt nur das eine. Dies ist die absolute Freiheit, das Sterben im Leben, das Verschmelzen mit allem, das ultimative Loslassen. Materie, Erde, Kosmos sind eine Illusion. Aus dir selbst erschaffen. Du warst vor allem und wirst immer sein. Du warst der Urknall, aus dem sich alles entwickelt hat, aus dem sich Materie entwickelt hat, das Licht, die Planeten, die Universen, Galaxien. Aus dir entstand die Sonne, die Erde. Und irgendwann hast du dich entschieden, als Mensch auf der Erde zu wandeln. Du hast dies alles erschaffen. Aus deiner Liebe heraus, aus deinem Licht heraus, aus deinem Bewusstsein. Und mit dieser Liebe, diesem Licht und diesem Bewusstsein des Alleinsseins kannst du jetzt gereinigt und gestärkt dein Licht wieder auf die Erde senden, in die Erde hinein, mitten hinein ins Erdenherz, aus dem einst dein Körper entstand. Darin haben sich all die Atome gesammelt, aus denen deine Zellen bestehen. Jetzt finden sich die Atome wieder zu Zellen zusammen im Herz der Erde. Und sie strömen wieder durch alle Erdschichten, im hellsten Licht leuchtend,
durch alle Schichten nach oben. Sie nehmen all die Kraft und Liebe der Erde mit und formen sich dann ganz langsam, gestärkt und klar, wieder zu deinem wundervollen Körper, für den du dich einst entschieden hast. Sie formen ihn leuchtend, voller Liebe. Und alles in dir ist ruhig und still. Alles in dir hat sich neu gefügt, nachdem das Alte gestorben ist, zurückgeblieben wie ein altes Gewand. Jetzt bist du gehüllt in ein neues Gewand, geliebte Seele. Deine Zellen sind erfrischt, hüllen deinen wundervollen Geist ein, bieten ihm Arme, Beine, Füße, ein Gesicht, das lächeln kann, ein schlagendes, kraftvolles Herz, lebendige Organe, Muskeln, Knochen, Adern, Blut, wundervoll, ein Wunder auf zwei Beinen. Du hast das alte Gewand getauscht gegen ein neues Gewand aus Licht, aus Liebe und Bewusstsein. Fühle das Einssein in dir, das Ewige, Unsterbliche. Was auch immer in deinem Leben geschieht, erinnere dich, dass du unsterblich bist. Nimm das Leben mit Gelassenheit und forme mit deinen Entscheidungen und Gedanken das Jetzt und eine Zukunft, die dir am Herzen liegt. Du bist der Phönix, der jederzeit im Leben sterben kann, das Alte loslassen kann und von vorne anfangen kann, egal was passiert. Du hast die Kraft, du bist so stark. Erinnere dich immer, wenn du es brauchst, daran. Du kannst dieses Ritual immer wieder vollziehen, wenn du das Gefühl hast, dass du stecken bleibst, wenn du weiter fließen willst, wenn du die Begrenzungen des Lebens auflösen willst, um dich auszudehnen in deinem Licht. Fühle dich von Kopf bis Fuß. Atme das Leben ein. Jetzt. Atme die Luft, die dich am Leben hält. Erfreue dich an der Natur. Erfreue dich jeden Tag, dass du lebst. Denn du hast dieses Leben erschaffen. Du hast diese Welt erschaffen. Mit deinem Bewusstsein. Und mit deinem Bewusstsein kannst du auch das Neue erschaffen. Lege deine Hände auf dein Herz und fühle deinen wundervollen Körper. Neu auferstanden, frisch und rein, frisch und klar. Sei gesegnet für dein Sein, für deinen Mut, für deine Kraft und deine Liebe.
Und dann kehre ganz langsam befreit und rein zurück ins Hier und Jetzt. Bewege dich ein bisschen, spüre die Muskeln deines Körpers, die sich bewegen. Und dann öffne ganz in deiner Zeit deine Augen und komm zurück. Das Leben ist so kostbar, so einzigartig. Manchmal können wir es erst wertschätzen, mitten in einer Krise, ob in einer kleinen persönlichen Krise, in einer großen oder sogar in einer Krise, die viele Menschen betrifft. Ich wünsche mir, dass viele Menschen die Wertschätzung für dieses kostbare Leben noch im Leben erfahren. Und diese Meditation kann dabei helfen. Ich freue mich über einen Kommentar. Deine Form der Reflexion, mit Feedback, Wertschätzung oder einfach nur, wenn du es genossen hast, im Leben zu sterben. Spüre deine Stärke und lebe sie. Spüre dein Licht und lass es leuchten. Gemeinsam leuchten wir hell und stark. In Liebe, deine Sonja Ariel von Staden. Bis zum nächsten Mal.